Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Tomodachi Live. Schön, dass ihr da dabei seid, im neuen Part. Gut, ich dachte gerade so, nee, warte mal, so, jetzt habt ihr auch mit Ton, jetzt funktioniert alles wunderbar. So, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir schauen doch mal, was es hier seit gestern getan hat. Und wir haben auch ein neues Mii, was wir mal einfügen wollen. Dies werden wir auch noch tun. So, aber primär erstmal, wie es unseren Charakteren denn soweit ergangen ist. Und was es Neues gibt. So, ich bin in meinem Haus. Gamer hat ein Problem hin. Schauen wir doch mal, um was es geht. Hallihallo, schön dich zu sehen. Was gibt's? Sieh bitte mal meinen Kopf genauer an. Alles klar, hast du jetzt Läuse oder was? Oh mein Gott, das sieht original aus wie mein Hund. Aber original sieht das Ding aus wie mein Hund. Oh mein Gott. Darüber denke ich gerade. Also du denkst gerade über meinen Hund nach. Läuft bei dir. Ärger. Entschuldige, aber ich bin manchmal etwas schreckhaft. Ja, macht nichts, jeder ist doch mal so ein bisschen schreckhaft. Das ist ja nichts Neues. So, was sind eigentlich die anderen alle hier? Also, wie ist gerade bei der Arbeit? Oh. Was hören wir mal an? Wo arbeitest du? Ach, du bist im Bazar hier, okay, und verkaufst Zeugs. Ah ja, was ist denn mal? Du bist arbeiten. Guck, wie ist am Strand. Sollen wir noch mal was gucken, hier am Strand so treibt. Der buddelt da ein bisschen was rum. Okay. Also Sandburg oder so. Ist etwas interessant zu sehen, was die hier alle nachmittags so machen, ne? Okay, ist da. Man will auch was zu mir. Sollen wir doch mal rein, um was es geht. Otorangs heißt da irgendwas charaktermäßiges, glaube ich, oder? Ich wäre so gern mit Sophie. Du wärst so gern mit Sophie befreundet. Na dann. Ich stelle es vor. Weil wir wollen ja Freundschaften pflegen, ne? Weißt du, wie es am besten geben soll? Einfach höflich sein. Höflichkeit ist nämlich immer das Schlüssel zum Ziel. Klar, Zuverlässigkeit ist genauso wichtig. Aber am Anfang erstmal höflich sein. Weil es bringt dir, dass du eigentlich ein ganz zuverlässiger Typ bist, wenn du komplett unhöflich bist. Deshalb immer anfangen mit schön höflich sein. Aber das scheint hier auch so funktionieren. Ist aber wirklich wichtig. Und jetzt Sophie auf einmal wieder zu Hause, obwohl ihr eigenes auf der Arbeit war. Also diese Logik in diesem Spiel verstehe ich zwar noch nicht so ganz. Muss es aber vermutlich auch nicht. Ja, es hat ja funktioniert, das ist doch wunderbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Da freuen wir uns doch. Sio-Puzzle, was auch immer das ist. Herzlichen Dank dafür. So, wunderbar. Jetzt haben wir es hier auch so mit. Was macht Swan wieder? Aber okay. Ja. Gut, es gibt wieder Ereignisse. Ah, also wieder Grillparty. Und wieder das Tomodachi Quest. Die Frage ist, wer eigentlich bei der Grillparty gerade mitmacht. Aber okay. Kommen wir doch mal aus dem Strand wohl sagen. Heute sollen wir aus dem Strand, weil Cookie ist dann nämlich unterwegs. Wie wir sehen. Okay, viel mehr ist am Strand, aber gerade auch nicht los. Ne, dann würde ich sagen, registrieren wir doch als das neue Mii, was ich geschickt bekommen habe. Dann muss ich das Ventil raussuchen, weil ich füge das immer sofort ein, sobald ich was bekomme. Das zumindest der Plan. So, here we are. And now. Let's go. So, boah, ich leg den QR-Code mal hier ab. QR-Code einlesen. So, jetzt wieder meine Kamera gestartet. Ich konnte wieder hier was so eine heimliche Tür bei meinem
kleine Setup hier, Roomtour. Ich habe hier noch Yoshi's Crafted World offen, weil ich das vorhin Let's Played habe. Part müsste eigentlich schon online sein, wenn ihr die Premiere hier seht. Sonst liegt hier mein iPad, hier hinten immer noch meine Spiele. Hier ist meine Tastatur. Hier ist das Handy, was gerade wieder ausgegangen ist, was ich jetzt brauche. Hier ist meine Maus. Und hier ist mein kleines Stream Deck. Krasse Tatsache, ne? Und hinten ist eine Packung Chips und Nintendo Labo. Das werde ich by the way auch bald aufbauen, lel. Also, Roomtour abgehakt, muss nicht mal aufwendig alles erst der nächsten Monat. Nee, ich werde tatsächlich bald eine geben, weil ich habe mir so viele Leute schon gewünscht, dass ich eine Roomtour macht, deshalb werde ich die definitiv bald machen. So, hier haben wir sie doch, die Micel. Tun wir gleich registrieren. Ich denke mal, das war alles schon so eingestellt, weshalb ich hier einfach nur aufs Beißern gehe. Da war sie doch. Der Charakter von Micel ist lebhaft. Also die erste Haltung ist offen. Der Charakter ist intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig. Und beim Kumpeltyp steht, Genießertyp, der auch mit neuen Leuten sofort zurechtkommt, kann auch harte Arbeit als spannende Herausforderung sehen. Das sind doch schöne Eigenschaften, wenn man die hat. Und, was ist jetzt? Einmeldung. Wir wünschen allen Bewohnern von Damakow einen guten Tag. Okay. Ich möchte bekannt geben, dass die Nachrichten von regelmäßig gesendet werden. Okay. Neuigkeiten von Damakow und aus der Region erfahren zuerst hier bei uns. Die neuesten Nachrichten senden wir um 7 Uhr morgens und um 19 Uhr. Okay, immer um 7 Uhr und 19 Uhr. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ah, das ist alles krass, aber eigentlich dachte ich. Ach so, und das ist dann quasi dieses Ding hier. Das ist dann wie Nachrichten. Und wenn man das besucht, dann bekommt man die aktuellen Nachrichten, oder wie? Nachrichten um 3 Uhr. In dem Fall die von 3. Wir unterbrechen heute unser normales Programm, um Details zum Wetter im Weltall bekannt zu geben. Wetter im Weltall, ah ja. Die werden wir uns jeden Tag anschauen. Die Nachrichten. Dann wollen wir doch mal sehen, wie das Wetter morgen im All wird. Auf dem Mond wird es klar sein, ebenso auf dem wunderschönen Saturn. Der Jupiter darf auf einen klaren Himmel hoffen. Auf dem Mars sind Schauer zu erwarten, gefolgt von dichten Wolken. Auf der Sonne sind Temperaturen um die 6000 Grad zu erwarten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich wäre auch gern mal in den Nachrichten zu sehen. Das ist cool. Die Meldung war positiver als erwartet. Danke fürs Zuschauen. Ich bin David G. und das waren die Nachrichten um 3 Uhr. Ja, das sind eben die Mir-Nachrichten, die es jetzt neu regelmäßig gibt. Das heißt, ja, wahrscheinlich wird der Part irgendwie auch sowas heißen, wie die regelmäßigen, die neuen Mir-Nachrichten, keine Ahnung, irgendwie sowas vermutlich. Ich probiere immer hier, speziell so vom Game hier alles anzufügen. Schauen wir noch gleich mal, wie es hier dem neuen Bewohner hier im Haus geht. Oder hier haben wir erstmal einen Wunsch von Liron. Dem kommen wir doch jetzt mal nach. Juhu, Nintendo. Ja, moin. Ich weiß wirklich absolut gar nichts. Du weißt gar nichts über Kröte. Was hältst du von ihr und mir? Also, nachdem sie ja in Game meine Frau ist, nichts Besonderes, weil ich will Missa hier, ne? Nicht, dass sich da was anderes anbarmt und dass dann die fremd gegangen wird. Das geht gar nicht, ne? So. Jo, Dude. Mach mal jetzt. Ist immer so die Frage bei diesem Spiel, was macht man, weil wir doch schon hier eine gescheite Länge hier haben. Aber, sagen wir doch vielleicht gleich mal dieses Liebesbarometer, was ich vor ein paar Tagen mit Bravo erwähnt habe. Schauen wir uns das mal genauer an. Aber die Vorsage hier. Ja, nehmen wir halt mal hier. Viel mehr gehen eh nicht. Ach, er braucht doch ein Geburtsdatum oder wie?
Dann machen wir einfach nur die beiden hier. Ah ja. Okay, liebe wird's wissen, uns beiden, die existieren. Gut zu wissen. Interessant zu wissen. Was haben wir hier? Freundschaftsprognose, okay. Prozent, okay. Eine ausgewogene Beziehung, die gemeinsame Zeit dürfte sehr entspannt sein. Na dann. Das ist all dieser Affinitätstester. Ist ein sehr schwieriges Wort. Aber gut zu wissen, was es ist, ne? Aber das ist auch mal abgeklappert. Wunderbar. Machen wir mal einen Brunnen. Und dann schauen wir weiter, was es noch gibt. Weil, also ich meine, Partys sind erst aufregend. Weil es immer wieder Neues gibt, aber manche Partner halt nicht so krass. Aber es wird zum Schauen, dass das Projekt hier irgendwie spannender halte. Wie jedes Mal, sei gesagt, wenn wir bei diesem Brunnen laufen und es so langsam erst immer mehr Leute werden, kommt gerne noch dazu in dieses Spiel, wenn ihr wollt. Kostet ja nichts, ne? So nach dem Motto. Oder ist ja wirklich so, einfach mir euer Mies hacken, dann könnt ihr rein und mitspielen und damit dabei sein. Und das ist doch immer was Schönes. Denn umso mehr Leute hier reinkommen, umso mehr verdient man und umso mehr, also hier in Game und umso lustiger wird es aber vor allem. Weil da passieren mehr Sachen und so Zeugs. Seht ihr selbst, es fehlen nur noch 3 Sachen. So, dann habe ich schon alles Wichtigste freigeschaltet. Und das ist doch wunderbar. So, sollen wir mal ins Pfand raushauen, weil hier gibt Sachen, die habe ich bis jetzt noch gar nicht mal gesehen. Was haben wir denn hier? Ah, oh mein Gott. Was? Ach, die kann es verkaufen, oder wie? Die kann es verkaufen. Oh ja, es verkauft die Klopapierrolle. Vielen Dank. Was ist da jetzt bei... Achso, das ist Fanta... Achso, okay. Ist was dir das Prinzip, wenn ich ein Fanthaus... Was haben wir jetzt noch hier? Ein Möbelhaus, dann Park, wieder dieses Grillfest ist. Aussichtsturm, da müsste ich mal drauf. Ich weiß auch gar nicht, ob es da drauf war bis jetzt. Aber ist gerade niemand. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Sollen wir nochmal was die Ranglisten sagen? Das ist eine gute Idee, weil die haben es ja bestimmt im Laufe der Zeit. Erinnert sich immer an Fitnessrang. Scammercouse auf dem ersten Platz, ist auf dem zweiten. Und ein Thema tolle Jungs. Bin ich auf dem ersten. So gehört es das. Auf dem zweiten Cookie, auf dem dritten Gamer, vierter Kay, fünfter Spongy und sechster Liron. Wie auch immer diese Punkte, die verteilt werden, wir akzeptieren es so. So, und hier geht es jetzt wieder weiter, irgendwie weil immer was, ne? Liron ist hier und ich glaube, der will spielen. Zumindest deutet er auf sowas hin. Komm, spiel mit mir. Komm, spiel mit mir, ja gerne. Aber steht es genügend Zeit. Das Zoom-Quiz. Welches Item wird hier stark vergrößert angezeigt? Okay. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Ich glaube, das ist so Saftdinger, die man hier sieht. Ich habe, sage ich mal, Smoothie. Die richtige Antwort ist... Bam! Smoothie. Ja, gar nicht so einfach, das ne? Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Das ist eine Kokosuhr, man erkennt das an den Zeigern. Das ist wiederum einfach. Bam! Eine Kuckucksuhr. Manchmal ist es offensichtlich. Manchmal muss man ein bisschen nachdenken. Das letzte Item. Was wird es wohl sein? Ich glaube, das ist eine Zahnbürste, das, oder? Das erkennt ja halt gar nichts, ne? Kann alles sein. Kann Domino sein. Nee, das ist Domino-Stein. Domino-Stein. Die richtige. Wird nicht der Zahnpasta gewesen. Nein, Walnuss. Okay, aber das, woher soll man das erkennen? Man sah da überhaupt nichts, überhaupt nichts Braunes. Aber okay. War trotzdem lustig, hat Spaß gemacht. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst. Ja, dann machen wir es demnächst wieder. Armin, Weihnachten, ne? Und. Oh, Klopapierrolle erhalten. Die ich vermutlich gerade im Phantomskill abgegeben habe. Gut zu wissen. So, jetzt haben wir doch mal was Cookie-Weste. Hallöchen, my friend. How are you?
Ich hab Grimassenschneiden geübt. Grimassenschneiden geübt, ja, natürlich, lass sehen. Ah, dieser krass. Meinst du? Ganz toll! Eins hätte zu fragen sollen, also, was war das? Aber nee, wir tun das so aus, ob mir das gefallen hätte. Weil wir Grimassen sehr gut finden, ne? Oh mein Gott. Ich hab Kugelschöner. Wo ist kein Tassengeld? Du kannst einen Mii-Charakter. Auch ein Tastengeld aus eigenen Vermögen zahlen, pass auf das Geld. Was machen die mit dem Tastengeld? Okay, 1 Cent. Was soll er sich freut? Er freut es halt über 1 Cent. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 9.999 Euro. Boah, jetzt wird nur noch 999,99. Okay. Gold zu wissen. Und da rückt, was eigentlich das Dankeschön, was er mir gibt, kostet halt mehr als das, was ich mir an Geld gegeben habe. Aber okay. Kopf hoch. So. Die sind hier alle auf den Aufsichtsturm. Wunderbar. Dann schauen wir da doch jetzt einfach mal vorbei. Was vor uns noch drauf und jetzt gehen wir nochmal. Also hier passiert das und viel mehr heute. Oder man sieht ein paar schlafende Leute auf dem Aufsichtsturm. Ich meine, das heißt ja drauf, dass man eigentlich die Aussicht genießt. Wir tun auf dem Aufsichtsturm schlafen. Hashtag Weihnachten, ne? Ja, das ist der Stand der Dinge. Jetzt haben wir doch mal ein bisschen so vielleicht die Statistiken. Ja, keine Ahnung. Es ist jetzt gerade so. Was macht man? Schauen wir doch mal hier rein. In die Verwaltung. Verhältnisse 6 zu 3, okay, 39 Probleme gelöst. Du hast das Alter 10 Jahre. 9 Einwohner. Das ist doch schön. Das sind soweit die Eigenschaften. Ja, ne? Eigentlich glaube ich, dass hier gar nicht mal so krass viel noch passiert. Behaupte es zumindest. Alter, wollte ich gar nicht hin, aber okay. Jetzt haben wir zumindest mal hier ins Haus rein. Okay. Ja, ne, nachdem hier nicht mal viel los ist, ich meine, ich muss ja die Partys unnötig in Länge ziehen. Die variieren von dem Projekt jetzt halt sehr nachdem, ob eben was krass passiert im Part oder nicht. Ich meine, wir haben hier zu dem Rumsitzen und ist ja auch nicht mehr Part, das ist noch ewig länger zu sehen. Deshalb war es das jetzt für den Part für heute. Wie immer, das Projekt Tagless um 18 Uhr als Premiere. Und es sei nochmal gesagt, wenn ihr wollt, dass euer Mii auch dazu kommt, einfach mir schicken. Und da tausche ich euch schnellstmöglich reinarbeite in dieses Projekt, weil ich das ja wirklich jeden Tag aufnehme. Also, das, was ihr hier seht, das nehme ich wirklich einen Tag davor, meistens noch am Abend oder so auf, aber ich nehme es davor halt noch auf, so dass ihr das Ganze eben noch seht. Also, hier ist jetzt was nicht logisch. Also ich meine, ich nehme es ja quasi direkt am Tag oder am Tag davor auf und das ist ja kein Projekt, was ich hier irgendwie jetzt so 10 Tage davor aufnehme. Wie aus das Crafted World zum Beispiel, da mache ich meistens eine Aufnahme-Session, wo es ein paar Folgen am Stück aufnehmen und all so Stuff. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen von dem Part von Tom und Dazidai. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.